Du kennst keine Furcht. Du liebst deinen Job. Du bist vollkommen verrückt. Das ist nicht unsere Arbeitsbeschreibung. Ja, das steht, glaube ich, in großen Lettern über der Eingangstür. Ja, nein, aber das ist die Beschreibung für Section 8. Ja. Multiplayer-Shooter. Ja. Du bist vollkommen verrückt, das ist eine super Beschreibung. Ja. Aber wieso? Keine Ahnung. Wieso, Jürgen? Ich schaue mir dieses Pamphlet an und frage mich, wieso sind sie so verrückt? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ah, du hast es doch jetzt getestet? Ja, trotzdem weiß ich nicht. Du hast es auch gespielt, weißt du? Nö. Das ist doch nur ein Shooter, ich weiß gar nicht, warum. Es ist halt eigentlich einfach ein Enemy Territory Quake Wars Klon. Nein! Doch. Stimmt. Ja. Man fällt vom Himmel, sogar wenn das vom Himmel fallen, haben sie kopiert. Wie, wo kann man das denn noch? Bei Quake Wars fällt man auch vom Himmel. Ja, aber nicht so, man fliegt ja hier durch die Atmosphäre sozusagen. Der Witz ist, das ist eigentlich das einzige Unique Feature, das auch irgendwie so ein bisschen so ein Kernelement von dem Spiel ist. Was schon ein bisschen schwach ist, aber es ist an sich ein solides Spiel. Es ist solide, ja. Es hat halt nichts wirklich Tolles irgendwie. Es hat Panzer, es macht Explosionen. Es macht nicht so viel verkehrt. Es macht irgendwie alles so, naja, gut. Also man kann sagen, 2001 wäre das halt der absolute Hammer gewesen. Wahrscheinlich. Ist es aber nicht. Leider haben wir 2009. Es ist aber trotzdem kein schlechtes Spiel. Nee, es ist halt irgendwie so, also wem es zu doof ist, halt irgendwie Counter-Strike irgendwie eine Map 100.000 Mal zu spielen, immer nur Leute schießen. Hier ist halt so, du hast dann Aufträge und verteidigst Punkte und sabotierst die Aufträge vom Gegner. Man hat wirklich immer mehrere Missionsziele sogar. Genau, also man hat im Schnitt so zwischen 3 und 4, 100. Also wenn man diese Kontrollpunkte mitrechnet, es wird schon fast ein bisschen viel mitunter. Also man weiß überhaupt nicht mehr, wo man hin soll. Vor allem für Männer, die nicht so multitaskfähig sind. Ja, oder überhaupt zu irgendwas fähig. Cool ist aber dieser Kampfanzug, da kannst du nämlich einfach hier, pass auf, den Typen schnappen. Ja, und jetzt bam. Das stimmt, das ist gut. Auf den Boden schmeißen. Ja. Ja. Das war's dann aber auch schon mit den guten Sachen. Ja, weißt du, woher das kommt? Aus welchem Land? Ha! Da steht Topware drauf. Nein, das muss aus einem englischsprachigen Land kommen. Aus Texas ist das. Ach stimmt, das hat deutschen Publisher, aber. Ja, du hast doch meine Vorschau gelesen, Mann. Nein, habe ich nicht, aber ich weiß es trotzdem. Ich hab's ja gespielt. Ja. Also das sieht nämlich auch sehr texanisch aus, wie man hier sieht. Wir haben einfach aus dem Fenster gesehen und wir machen wieder das Level, wir machen ein bisschen Ödland. Gute Sache.